Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Willkommen in der Datenbank des Allianz-Militärs. Geheime Informationen angefordert. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Fehlerhafte Dateien entdeckt. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Zeit vor dem Dienst bestätigen. Psychologisches Profil bestätigen. Militärische Spezialisierung bestätigen. Gesichtsidentifikation bestätigen. Profilwiederherstellung beendet. Identifikation bestätigt. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Fast seine ganze Einheit wurde auf Torfan getötet. Er erledigt seine Aufgaben um jeden Preis. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer.
1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Es ist wahr, ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Sie scheinen unserem turianischen Gast nicht zu trauen, oder? Tut mir leid, Commander. Ich habe mich gerade mit Adams unterhalten. Ich wollte keine Probleme machen. Aber irgendetwas ist schon komisch an dieser Mission. Die ganze Crew hat etwas bemerkt. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den Spectres besuchen. Es gibt etwas bei dieser Mission, das Niles uns nicht sagen will. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Bleiben Sie ganz ruhig, Corporal. Ein guter Soldat bleibt immer ruhig, selbst unter Feindbeschuss. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Nur das, was ich gehört habe. Die Spectre-Agenten arbeiten direkt für den Zitadellrat. Sie operieren in kleinen Gruppen oder alleine. Aber sie stellen keine offizielle Autorität dar. Im Grunde sind sie eine Schattenorganisation mit dem Auftrag, die galaktische Stabilität zu schützen. Und zwar um jeden Preis zu schützen. Das ist der wichtige Part dabei. Spectres stehen über dem Gesetz. Wie kann man Agenten mit uneingeschränkter Macht kontrollieren? Ich denke, dass einem Spectre, der außer Kontrolle gerät, der Agentenstatus vom Rat aberkannt wird. In einem solchen Fall würde sich der Zitadell-Sicherheitsdienst der Sache annehmen. Diese Greenhorns von der Zitadell-Sicherheit hätten keine Chance gegen sie. Ein Spectre ist so wertvoll wie 20 einfache Soldaten. Die Spectres passen auf sich selbst auf. Wenn einer von ihnen außer Kontrolle gerät, werden die anderen ihn ausschalten. Sie nennen es das Spectre-System. Unser Corporal verwechselt romantische Legenden mit der Realität, Commander. Warum gibt es keine Menschen unter den Spectres? Die Spectres werden üblicherweise von den Völkern des Rates gestellt, zum Beispiel den Turianern. Schon seit Jahren bemüht man sich darum, einen Menschen in den Rang eines Spectres zu bringen. Aber bis jetzt waren es nur Versuche. Hey, Commander, Sie würden doch einen guten Spectre abgeben. Das, was Sie auf Torfan geschafft haben, das ist das, was Sie wollen. Erfolg um jeden Preis, gnadenlose Effizienz, bedingungsloser Einsatz. Das war kein Spaß auf Torfan. Ich habe nur getan, was getan werden musste.
Aber nein, so war es nicht gemeint. Tut mir leid, Commander. Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich wollte nicht respektlos sein. Das sind alles wilde Spekulationen. Die Spectres sind einfach nicht daran interessiert, Menschen zu rekrutieren. Egal, welche Fähigkeiten sie haben. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander.